Hi, ich bin hier mit Farid. Willst du direkt erstmal was über deine Person erzählen? Ja, ich bin Farid. Ich zauber ein bisschen. Und ja, bin hier gerade um ein Interview gebeten worden und freue mich sehr drauf. Also ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für die Zeit, die du dir nimmst. Und die erste Frage, die mich sehr interessiert, was hat Musik für dich für eine Bedeutung, für dich selber? Ist es ein wichtiger Bestandteil für dich in deinem Leben? Also ich glaube, jeder hat ein gewisses, also ist irgendwie musikalisch und jeder hat, für jeden ist Musik ein bisschen, ist Musik wichtig, muss es auch sein. Deswegen gibt es ja auch so verschiedene Musikrichtungen und deswegen gibt es auch so verschiedene Menschen und jeder sucht sich da seinen Teil raus. Ich glaube, es gibt, meinst du, oder hast du das schon mal jemanden interviewt, der gar nichts mit Musik anfangen konnte? Ich hatte schon jemanden, der mir gesagt hat, dass Musik nicht so den großen Teil in seinem Leben hat, ja. Und er war ein Songwriter. Und er hat keinen Spaß gemacht? Er hat gesagt, es ist sein Job. Also okay. Es ist seine Art und Weise, okay. Geld zu verdienen. Okay. Und bei Musikern oder generell bei dir ist es ja auch so, du musst sehr kreativ sein für deine Arbeit. Mhm. Was mich interessieren würde, woher nimmst du die Kreativität für deine verschiedenen Shows, für deine Tricks? Also bei meinen Illusionen nehme ich entweder etwas, was schon da ist und versuche spektakulärer zu machen, wie jetzt zum Beispiel eine... Ein sehr klassisches, altes Kunststück ist ein Kunststück, wo man eine Person im Theater schweben lässt, die schwebende Jungfrau. Das gibt es hunderte Jahre und das ist sehr ausgelutscht und die Leute sind sehr weit weg davon und wissen nicht, sind da doppelte Böden, Spiegel, alles ist dunkel, alles ist schwarz. Und ich versuche, das Ganze dann moderner zu machen und zeigt das Ganze dann vielleicht schon auf der Straße. Also ich lasse einen Passanten schweben. Und vielleicht noch sogar in der Luft verschwinden. Dann habe ich etwas genommen, was klassisch ist, und habe es modern gemacht, neu interpretiert, genau. Oder es passiert irgendwas ganz Neues, irgendwas Skurriles, ein Witz. Ein Zuschauer sagt zu mir, hey, warum biegst du Löffel? Bieg doch mal Münzen. Und dann lachen wir drüber und zwei, drei Monate später komme ich dann wirklich mit so einer Illusion. Ja. Okay. Noch einmal ganz kurz zurück zur Musik. Gibt es einen bestimmten Musiktitel, der für dich eine besondere Bedeutung hat? Wo du selber sagst, dass er für dich was Besonderes ist. Ja, gibt's schon. Das ist ein bisschen zu privat vielleicht. Ach so, ja, okay, das tut mir natürlich nicht. Es hat was mit einem persönlichen Verlust zu tun in der Familie. Jemand ist verstorben und da gibt's ein sehr spezielles Lied. Aber ich denke, jeder hat bestimmte Lieder, die er mit bestimmten Situationen, egal ob es jetzt ein Trennungsschmerz ist oder... ein Glücksgefühl oder einfach nur Party. Jeder hat einen Song, den er für irgendwas benutzt und mit irgendwas verbindet und das ist auch sehr gut so. Ansonsten habe ich Musik ist Magie, weil Musik weckt eine bestimmte Stimmung in jemanden und damit kann man sehr spielen und das tue ich natürlich auch auf der Bühne. Also man kann Zuschauer-Emotionen damit lenken und wenn man dann noch was Visuelles mit der Magie hinzufügt, dann kann man einen sehr, sehr schönen, magischen Moment kreieren. Und die Musik hilft sehr dabei. Musik ist auch dann quasi ein fester Bestandteil deines Programms, deiner Show, gerade wegen diesen emotionalen Einflüssen, die es haben kann. Das klingt wirklich sehr, sehr interessant. Also dieser erste Schritt, den man machen muss, um diesen Selbstzweifel zu überwinden, gibt es da irgendeinen Tipp oder kannst du irgendeinen Ratschlag vielleicht geben? Selbstzweifel. Also ich glaube, ein Künstler sollte keine Selbstzweifel haben. Er muss eine gewisse Sicherheit haben, um diesen entscheidenden Schritt zu gehen, Künstler zu werden. Und wenn du meinst, dass jemand nervös ist. Genau, diese Nervosität, dieses Aufgeregtsein. Also wenn ich ganz ehrlich bin, es hilft nicht, sich vorzustellen, dass alle nackt sind und andere Beispiele. Für mich selbst, ich weiß nicht, vielleicht funktioniert es nur bei mir, aber vielleicht funktioniert es auch bei einem von euch. Ich selbst stelle es mir anders vor. Ich denke mir, wenn ich einen Jay-Z sehe, dann kaufe ich eine Konzertkarte für Jay-Z und freue mich auf den. Ich freue mich Monate vorher und der Tag rückt näher und ich fahre dann dahin. Und ich erwarte eine coole Zeit. Und ich erwarte sein Bestes. Das ist für mich selbstverständlich. Ich erwarte nicht, dass der nervös ist. Das passt gar nicht. Also du hast eine bestimmte Erwartungshaltung, du möchtest eine coole Zeit haben und dadurch darf der gar nicht nervös sein. Und ich bin mir bewusst, meine Zuschauer erwarten nicht, dass ich nervös bin. Und dieses Problem, das muss ganz abgehakt sein. Zusätzlich habe ich einen Bühnencharakter geschaffen. Was heißt geschaffen? Ich bin ich auf der Bühne. Und ich bin nicht derjenige, der sagt, ich kann wirklich zaubern, ich kann Gedanken lesen, ich bin der Größte aller Zeiten. Wenn dann was passiert, ich komme raus und stolper,
dann habe ich mich blamiert. Dann ist es ein blöder Moment. Aber bei meinem Charakter, so wie ich wirklich bin, ist es nicht schlimm. Ich falle runter, lache, nehme mich selbst nicht so ernst. Zum Beispiel ein Harpe Kerkeling als Wetten, das Moderator. Wenn der sich versprochen hätte auf Englisch oder wäre die Bühne runter, die Treppe runtergefallen, dann wäre es nicht schlimm gewesen. Der wäre aufgestanden, hätte Witze gemacht und alles wäre cool. Wenn ein Markus Lanz hinfällt oder sich verspricht im Englischen, dann ist es eine Katastrophe. Das ist in der Bild-Zeitung eine Schlagseite. Das ist der Unterschied. Also es gibt verschiedene Charaktere und ich bin eher so in Richtung Harpe Kerkeling, würde ich sagen. Auch wenn da natürlich ein großer Unterschied besteht. Aber es ist sehr, sehr wichtig, wenn man natürlich ist und das Publikum auf seiner Seite hat, dann ist auch alles cool. Kann man dich jetzt irgendwie demnächst nochmal sehen, wenn man deinen Auftritt besuchen möchte, deine Show? Ja. Also in eigener Werbung quasi. Genau, also es gibt noch das ein oder andere Magic Dinner im Riad in Castrop-Rauxel. Am 21.12., den Samstag vor Weihnachten, gibt es eine große Charity-Veranstaltung mit 5000 Zuschauern in Hagen, in der NRW-Arena. Das ganze Geld, was da eingenommen wird, geht an Lichtblicke. Und für nächstes Jahr haben wir uns einiges vorgenommen. Es gibt eine neue Fernsehshow und also es bleibt spannend. Also voller Planung. Ja. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall ein erfolgreiches Jahr, dass alles so funktioniert, wie du es dir wünschst. Und ich habe ein Motto, be blessed, use your gifts. Und sehr ich gut. Denke, da bist du auf jeden Fall ganz, ganz freudig dabei. Vielen Dank. Ich danke mir auf jeden Fall für die Zeit, die du dir genommen hast. Dankeschön, gerne. Tschüss.